gucken, wie er fährt. Florian sagt ja immer, ich fahre so schlecht. Er sagt Nee, immer. inzwischen hat sich's gebessert. Es hat sich wirklich gebessert. Also eine Zeit lang, okay, es waren auch so, also beim Euro Truck Simulator bist du wirklich eigentlich ziemlich gut dabei, ne? Aber wenn man da an manch anderes Spiel denkt, da, oh, nee. Was habe ich denn noch? Wo bin ich denn noch gefahren? Ja, zum Beispiel hier Rettungswagen, oder ist es jetzt Ja, doch der, ja, Rettungswagen? Rettungswagen-Simulator. Ja, Also okay. ich bitte dich, da Aber geht's um trotzdem. schnellig. Nee, nee, eben Geschwindigkeit. nicht. Doch, Eben Florian, nicht, weil du doch. hattest keine Zeitbegrenzung. Du hättest eigentlich ganz schön Aber ich habe mir entspannter. den Druck gemacht. Ja, War warum? ja der Der wichtig, der gehört zum 2014. Spiel dazu. Ah, ne, sagt er hier. Steinsimulator. Ja, da bin ich mal gespannt drauf, also. Ja, oder der Grassimulator. Ja. Ja. Aber Eine ich finde Waffe. eigentlich, das ist auch Warum? ein Weil es bisschen. geht. Der Witz, der ist langsam ein bisschen alt, finde ich. Aber Sitting Dennis, Simulator. Grassimulator können wir auch programmieren. Ja, wie gesagt, wir machen den Windsimulator. User in your channel timed out. So, Aha. das war jetzt der Christian. So, Und also habe ich das recht? Ja. Schlusslicht ist auch wieder da. Sollen wir fahren? Das war das Zeichen zum Abfahren. Ich überlasse auch gerne jemand anderem mal die Vorfahrt, ne? Ja, du musst halt als erstes abgeben, deshalb. Ja, und ich weiß nicht wohin, weil ich habe ein ganz anderes Navi-Ziel. Gut. Der macht das keinen Sinn. Ja, streif mich halt. Beim Gelenkbus wäre das jetzt noch schlimmer gewesen. Wie ist das eigentlich? Es war doch mal auch im Gespräch, dass SCS so ein Bus-Simulator quasi entwickelt, also das gleiche wie beim Euro Truck Simulator, nur mit Bussen, oder? Haben sie gemacht, aber was daraus jetzt geworden ist, die haben sogar Sounds aufgenommen von einem Scania-Bus. Genau. Was da draus geworden ist, würde mich auch interessieren. Ja, stimmt. Den Coach-Simulator. Die haben ja sogar schon einen Namen. Coach-Simulator. Wie Hatten die nicht einfallsreich. auch mal einen Bus-Simulator gehabt früher? Ja. Bus-Driver. Bus-Driver, Ja. den hab ich, weil ich habe Den jetzt habe ich hier. auch noch Das waren rumliegen. Ja, ist, der Zeiten. war nice. Ich habe den Ja, stundenlang der war gezockt. echt schöner. Nee, der war, Der der, nee, der, der hat nichts mit Simulation zu tun. Das ist einfach, Ja, das war Arcade oder so. einfach ein Ja, Arcade. Highscore-Game, ne? So, Ja. kleine Karriere. Aber ich fand's trotzdem witzig, wenn man nicht geblinkt hat, gleich 10 Strafpunkte oder so. Ja. Genau, ja. Nee, ich hab den jetzt letztens Vor. in so ein Bundle mitgehabt, ne? Und dann dachte ich auch, hier schön. Aber. Jetzt im offiziellen Trailer ist er ja immer über Rot gefahren. Naja, zu stark bremsen darfst du auch nicht, weil dann Genau, genau mit die den Fahrt. Bremsen. Erst reagieren die Bremsen so gut wie gar nicht, dann bremst du einmal richtig und dann kommt direkt zu stark, ne? Wie die Und jungen schreien sie Fahrgäste immer alle. schreien, wenn du einen Fehler machst. Ja. An die Wah! Haltestellen wurdest du immer genauso hingesetzt. Also, da wurdest du praktisch nochmal neu hingesetzt. Du musstest ja in das Ja, du Feld wurdest neu reinfahren. positioniert. Ja, obwohl das war, da erinnere ich mich an den wunderschönen Bus-Simulator 2012. Ach, bitte nicht. Ach, den habe ich ja auch noch rumliegen. Ah, Ja, das war habe ich auch herrlich, weil alles. da der Doppelgelenkbus. Ich habe mich so gefreut. Also, das war wirklich so ein Spiel, das war ja auch eher auf Karriere so ne, Hä, getrimmt. 2012? Das war doch 2009. Ja, dann 2009, irgendwas ganz Altes eigentlich. Ja, stimmt, Genau, das war 2009. der Und 2009er. Der 2012er, der stimmt, hatte der, keinen Doppelgänger. nee, Bonnie, nee. 70. Auf jeden Fall Was ist das, 70? da habe ich mich dann so auf diesen Doppelgelenkbus gefreut. Und dann hast du dieses Ding und dann funktioniert das einfach nicht, weil der immer sich wieder gerade gezogen hat an den Haltestellen und dann irgendwo in der Pampa stand mit einem Heck. Oder Ja. eben, weil man einfach nicht um die Kurven kam. Man kam nicht um die Kurven. Ach, hier ist ein Waldarbeiter mit Bagger. Sehr nett. Oi, Gaudi! Ich warne euch lieber vor, Oh wenn jemand oh. vorbeifährt, ne, dass ihr das schon mal Ja, wisst, das wäre dann. gut. Ich glaube, ich sperre mal die Straße ab. Lass mal blockieren. Aber ich bin bis Simulator 2008 auch schon mal gesuchtet. Die Rotweinfahrt, was es da gab mit dem vermeintlichen Lions. Zwei Minuten zu spät, Ah Fahrt ja. abgebrochen. War das Lions Regio oder Lions Coach? Ich glaube, das war ein Lions Coach, ja, das Pech war ein Lions gehabt. Coach. Ja, es waren. Der Lions Regio war bei Usedom. Ja, naja. Ey, was es Ach ja, inzwischen habt schon ihr alles für den auch Spiele gab. eigentlich? Den Citybus Simulator New York? Nee, den nicht. Oh, Oder? den hatte ich ja. Ich hatte Jemand von den auch, euch ja. Bus- und Cable Car Simulator? Naja, Nee, den also hatte was ich ich jetzt hier auch. noch rumliegen habe, ist World of Subway, aber nur New York. Das finde ich ganz.
cool gemacht, muss ich wirklich sagen. Da hatte ich was von Berlin oder so. Das Problem bei TML... Genau, das gibt's von Berlin und eben dann noch London jetzt. Das Problem bei TML ist einfach, dass die Grundidee und auch die Umsetzung größtenteils gut ist. Nur irgendwann stehen sie halt so unter Druck, dass sie letztendlich ein unfertiges Spiel releasen. Vor allem, ja, da gibt es ja, da hatte so ich auch an einer Haltestelle, bin ich immer, man konnte ja, also das fand ich richtig cool, dass man wirklich aus der Fahrerkabine aussteigen kann, ja, die Haltestelle. Und so weiter. Genau, aber an einer Haltestelle, und ich hab's immer verpeilt, ne, bin ich immer ausgestiegen und dann bin ich einfach durch den Boden gefallen und dann konntest du auch nichts mehr machen und dann dachte ich mir auch irgendwann, ach komm Leute. Ja, aber eigentlich ganz schön, also. Oi, guck mal hier rechts. Eine schöne U52 oder was ist das? Da? Das ist mal was anderes, ne? Habe ich auch noch nie gesehen. Und eine, was ist das? Super. Hätten wir hier nicht abbiegen müssen? Nee, wir müssen geradeaus. Nach München geht's noch ein bisschen weiter runter. Die gucke ich mir gleich mal. Bei TML fand ich besonders bemerkenswert beim Bussimulator, der war ja grafisch echt top. Also kann man ja eigentlich nichts dran aussetzen. Aber ich fand eigentlich die Spielidee. Das war ja sogar von Nvidia da irgendwie optimiert oder sowas, ne? Aber ich fand die Spielidee, die grundsätzliche Idee, unausgereift. Das war einfach irre langweilig, dieses Spiel. Das hast du ein, zwei, vielleicht auch dreimal gespielt, aber dann hattest du es, dann kanntest du es. Ja. Es gab da überhaupt keine Karrieremöglichkeiten oder Mod oder sowas. Da war einfach also nichts. Da muss ich einfach den New Truck Simulator nochmal loben, weil... das ist so ein Spiel, manchmal ist es wirklich so, dann habe ich irgendwie überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel, aber dann ab und zu mal denkt man da doch, ach, vielleicht nochmal ein bisschen an der Karriere und so, ne? Dann sitzt man dann doch irgendwie wieder und fährt seine Aufträge, also ist bei mir so. Ja, vor allem durch den Multiplayer wurde das Spiel auch viel attraktiver. Ja. Nochmal, also ich schätze, dass die dann nochmal, die Verkaufszahlen, dass die dann nochmal nach oben geschossen sind. Ja, ich allein kenne schon 5 Leute, die sich extra deswegen das geholt haben. Ja, genau. Und dann war das ja jetzt auch Steam Summer Sale. Du doch auch. Ja, was heißt, nee, bei mir also, gab es irgendwie ein Problem und dann habe ich das in diesem Bundle gesehen und dann habe ich es mir nochmal, zugeschlagen, weil in dem Bundle war ja auch Lustiges dabei, ne? Zum Beispiel Bus Driver, ne? Ui. Also da hat sich schon gelohnt oder zum Beispiel hier dieser Rangier, ne? Simulator. Aber den Bus Driver Gold, den habe ich auch hier noch. Na, Alex, was machst du? Mir ist langweilig. Was ist denn da vorne los? Ich glaube, ich komme mal gleich nach vorne kurz. Komm doch mal nach vorne. Ja, ich zieh mal vorbei. Du kannst mal die Spitze 80. bilden oder musst du nicht nach München? Nee, ich bin ganz ab vom Schuss. Ich muss eigentlich nach Lidl. Hä, dann fahren wir total in die falsche Richtung. Ja, ist mir egal. Die kriegen ihren Auflieger nicht. Müsst ihr jetzt hier rechts rein? Nee, geradeaus. Weiter geradeaus. Okay, dann muss ich auf die linke Spur. Mein Navi meckert, bitte wenden. Naja. Beschleunigung auf 90. Viel Spaß beim Wenden. Nee. Ab über der Leitplanke. 87. Hat jemand hier mal das Strategiespiel Panzers War in Europe gespielt? Nee, wahrscheinlich nicht, ja? Nee. Das Spiel ist so schlecht. Das ist das schlechteste Spiel, was ich gesehen habe. Achtung, Alex! Achtung, Alex! Ja, ich sehe das. Ja. Ich hab das unter Kontrolle. Ja, das sagen sie alle. Das kenne ich von mir auch. Ich sag auch immer, ja, wo ist das Problem? Und dann zack. Ich hab meinen Truck selbst bei 160 noch unter Kontrolle, also. Ui. Jetzt lügst du aber. Ey! Hey, wo ist denn der Florian? Ja, ich komme. Das ist genauso wie die Leute, die behaupten, dass beim 3-Generation-Addon der C2 einfach mal, wenn du 50 km/h fährst, einfach mal sinnlos ausbricht. Ja, der Bergens behauptet das, weil es fahren. Ja. Achtung, ich fahr rechts ab kurz. Erstens, wenn ich 50 fahre, gerade der Strecke, bricht mir ganz bestimmt nicht das Gelenk aus. Und zweitens fahre ich ganz bestimmt nicht mit 70 um eine Kurve. Doch, durchaus. Ich hab das auf dieser Einsteigerkarte Grundorf habe ich mal ausprobiert. In diesem langen Außenrum-Bereich bin ich mit dem Ding, ich habe mir den Skript hochgeregelt, dass ich 100, 120 fahren konnte. Und ohne Probleme fahre ich da in die Kurve. Also in die leichte Kurve und nichts bricht mir aus. Ansgar, ich ziehe gleich vorbei. Okay. Genau zu sein, in 3, 2, 1. Jetzt auflenken! Mach mal dein Licht an. Ich hab keine Rundumleuchte.
Ja, schneid mich. Ja, super, Florian. Gut gemacht. Das dann kommt sie mal ein bisschen hoch. Also, Ansgar, jetzt kannst ich du dich echt nicht Aussetzer. Beschweren hier. Wollen die anderen vielleicht mal kurz ein bisschen aufholen oder sollen wir mal ein bisschen langsamer fahren? Weil ich sehe euch überhaupt nicht mehr. Ach, da bin ich wieder. Drossel runter auf 70 gerade? Okay, drosseln wir runter auf 60. Aber ich weiß nicht, wohin ich fahren soll. Du musst mir sagen, wo ich lang fahren soll, ne? Ja, dann fahr mal ein bisschen langsamer. Ja, ich fahre jetzt 60. Weil ich sehe wirklich gar keinen anderen mehr. Nö, ich auch nicht, aber... Nur noch. Warte halt ja vorne mal weg zur Doch, Uhr. Die sind doch alle da, komm. Ich hatte gerade ein Netzaussetzer. Ich hab grad Regen. Bist du ausgetimed? Nee. Also ich war kurz Connection broken. Bin den natürlich voll reingerast. Hab jetzt ein bisschen Schaden, aber ich fahr weiter, das geht. Kurz beim Navi gucken. Oh, das ist auch blöd, gleich dass bei der Stuttgart. Dann stehen bleibt. Ist ja nicht mehr lang. Ja, aber übernimm du mal die Führung, weil du weißt, wo du hin musst, ne? Ja, ich will aber mal auf die anderen noch ein bisschen warten. Ja, dann kannst du es machen. Aber es ist jetzt eigentlich nur noch geradeaus und wenn's abgeht, dann wirst du es sehen. Alex, kannst bitte einziehen, ich beschleunige. Muss denn noch jemand nach München? Nö. Naja, okay. Mhm. So. Also wir brauchen auch nicht unbedingt 70 zu fahren. Mit 80 wird's genauso. Mit 90, komm, sagen wir 90. Ja, 90, passt auch noch. Bitte wieder hochmütig, der Ansgar. Wir schreiben uns unsere Regeln einfach selbst. Ja, kannst auch da überholen von mir aus. Hacke Peter mit Zwiebeln. So heißt da hinten einer. Ja. Oh ne, Regen. Alex, pass ja auf, ne? Ja, ja. Wenn das ja einmal buggt, dann gibt's Konfetti. Und der Tristan kommt von links. Achtung, Achtung. Also meine Leitung soll's nicht liegen. Ich fahr mal lieber geradeaus über den Standstreifen, ja. Sonst kracht. Wo kracht? Junge! Achtung, halt! Sofort anhalten! Ich wusste es! Ey! Ah! Nein! Das ist eskaliert, Alter! Ich wusste es! Jetzt ist eskaliert. Na, Alex, wie war das mit Konfetti? Oh, das Ausfallschild steht ja auch. Was ist jetzt runter. Passiert? Ich gehe mal kurz in die Flycam. Ein Schild liegt. Bonnie, das ist die Standspur, ne? Ja. Florian, verlässt ja. Du uns? Was? Wie viele Finger zeige ich? Also, man muss sich das so vorstellen. Ich hörte auf einmal hinter mir, oh, ne? Dann habe ich in den Rückspiegel geschaut, sah nur... Wer ist nur Pi? Eskalation. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich auf den Stand schreiben, sofort anhalten. Ne? Dann bin ich nach rechts gefahren. Auf einmal fuhr da rechts auch noch ein LKW. Ich weiß jetzt nicht, wer das war hier. Auf einmal alles, dann habe ich nach hinten geguckt, habe die Leitplanke und das Schild nicht gesehen und dann macht es Rums. Ja, ich habe erstmal 59% Schaden. Moment, was macht der Typ jetzt, was macht nur Pi hier? Der fährt, das ist ein Geisterfahrer. Also, ja, man falsch. Muss dazu sagen, ich hab nur 28% am Hänger und 1% an der Zugmaschine. Am Hänger habe ich 12 und vorne habe ich 59. Ach du Scheiße. Aber was ist denn da passiert? Da habe ich so rumgebackt oder was? Nee, du bist bei mir auf einmal stehen geblieben und ich bin voll gegen dich und ja, entsprechend ja, Meter weit auch. Nach hinten geflogen. Ach du Scheiße. Das ja, ist ein Geisterfahrer. Der fährt ja, einfach. Ja, der macht jetzt einfach mal auf Geisterfahrer, der Typ. Ach, der ist World of Warcraft 5, ne? Ah, gut. Wer das kann. Richtig cool, ja.